Der Gedanke zum Tag von Peter Denk. Der heutige Text ist nicht von mir, sondern von jemand anderem. Ihr Name ist Antonia Hans und sie hat mir diesen Text gegeben und ich war total begeistert davon. Und ich möchte ihn jetzt verlesen. So viele große Fragen. Was macht mir Angst? Was bedrückt mich? Wofür brauche ich meine Energie? Was zieht mich runter? Welche Gedanken fahren Karussell in meinem Kopf? Woher kommt diese Unruhe in mir? Was kann ich einfach nicht hinter mir lassen? Und eine Antwort, die Stürme in meinem Herzen beruhigen kann. Es gibt einen, der immer da ist, in der Lebensphase. Und zwar zu jeder Zeit. Manchmal ganz offensichtlich und manchmal der hält er sich im Hintergrund. Da muss ich vielleicht genauer hinsehen, um ihn zu erkennen. Aber er ist da und legt seine schützenden Hände um dich und um mich. Und ich darf beten. Herr, sei du mir die Schulter, die ich mir wünsche, um mich anzulehnen und auszuruhen. Herr, sei du mir derjenige, der meine Sorgen und Bitten erhört, wenn ich das Gefühl habe, dass niemand sonst mir zuhört. Herr, sei du mir der Freund oder die Freundin, die ich gerade besonders vermisse. Herr, sei du mir nahe, wenn ich mich einsam und alleingelassen fühle. Herr, erinnere mich daran, geduldig mit mir und anderen zu sein. Herr, begleite mich auf diesem und jedem Abschnitt meines Lebensweges. Amen. Trotz alledem darf ich auch die schönen Fragen stellen. Es kann wie Balsam für die Seele sein, wenn ich manchmal andere Fragen stelle. Was bringt mich zum Strahlen? Wann fühle ich mich stark? Was macht mir Mut? Worüber habe ich das letzte Mal aus tiefstem Herzen gelacht? Was ist mir so wichtig, dass ich alles dafür gebe? Was macht mich glücklich? Wer oder was erfüllt mein Herz? Was kann ich im Hier und im Jetzt sein und alles um mich herum vergessen? Was gibt mir Halt und was bleibt, wenn die Welt im Ausnahmezustand ist? Welches Licht darf mir den Weg im Dunkeln leuchten? Wo fühle ich mich geborgen, sicher und wohl? Wovon will ich einfach mehr? Wovon kann ich nie genug bekommen? Was lässt mein Herz höher schlagen? Was fühlt sich ohne bitteren Beigeschmack einfach gut an? Wer unterstützt mich, wenn ich um Hilfe bitte? Und was macht meinen Tag zu einem guten Tag? Und wofür kann ich dankbar sein?